Die Mongolei ist Nomadenland. Soweit das Auge reicht. Und trotzdem ein Land, das in die Höhe streckt. Ein Land, das neugierig macht und in dem vieles vermutlich immer so bleiben wird. Der zupackende Pragmatismus seiner Bewohner, die tiefe Verwurzelung im Buddhismus und das ausbaufähige Straßenverkehrsnetz. Doch wenn's gar nicht mehr weitergeht, ist immer Verlass auf die Gastfreundschaft der Mongolen. Und dennoch ist die Mongolei unterwegs zu neuen Ufern. Sie ist dabei, sich neu zu erfinden. Doch wie lassen sich Zukunft und Gegenwart vereinen? Die Hauptstadt Ulaanbaatar liegt eingebettet in eine Hügelkette. Die Millionenstadt scheint sich irgendwie hineingeschummelt zu haben in das Nomadenland und ist heute in jeder Hinsicht das Zentrum des Landes. Früher lag in diesem Talkessel der Ort Urga, ein bedeutendes Handelszentrum zwischen Russland und China. Ulaanbaatar ist Ausgangspunkt für unsere Reise durch die Mongolei. Wir fahren in die alte Hauptstadt Karakorum mit dem Kloster Erdenezu und dann Richtung Süden in die Wüste Gobi zu den Flaming Cliffs und zur singenden Düne. Wegen Ulaanbaatar kommt wohl kein Besucher in die Mongolei. Yubi, wie die Einwohner ihrer Hauptstadt nennen, ist keine Schönheit. Die Stadt hat sich in den vergangenen 20 Jahren rasant entwickelt und platzt aus allen Nähten. Etwa die Hälfte der Mongolen lebt inzwischen in der Hauptstadt, knapp 1,5 Millionen. Die einzige Großstadt der Mongolei noch. Aber dazu später. Der Großstadtwahnsinn überrascht aber auch mit Oasen und einer überschaubaren Liste von Sehenswürdigkeiten. Dazu gehört der Sukhbata-Platz mit dem restaurierten Parlament. Der Platz ist ein Ausflugsziel auch für die Mongolen. Vor dem Parlament thront Genghis Khan, der große Krieger und Übervater der Mongolen. Das Bogd-Khan-Museum und das buddhistische Gamdan-Kloster sind ebenfalls einen Besuch wert. Seit der Wende, die es 1991 auch in der Mongolei gab, ist Gamdan wieder eines der wichtigsten Klöster der Mongolei. Hier steht auch der Nachbau der fast 30 Meter hohen Statue des Gottes, der in alle Richtungen schaut. Praktischer Service? Diese Preisliste. Jeden frommen Wunsch setzen die Mönche für ein paar Tugrik sofort in ein Gebet um. Der Buddhismus ist eine lebensnahe Religion. Nach der sozialistischen Zeit hat er im Alltag der Mongolen wieder einen wichtigen Platz eingenommen. Das sind Zogbaya und seine Frau Solsaya. Beide sind Anfang 30, haben zwei Kinder und führen ein modernes Großstadtleben. Zumindest scheint es so. Jürgen Jäger,
Als meine Familie und meine Freunde davon erfuhren, hatten sie erst ein bisschen Angst vor mir. Angsteinflößend sehen die beiden wirklich nicht aus. Und wenn Solzaja und Sok Bayer einen Einkaufsbummel machen, dann deutet nichts darauf hin, dass der Verkäufer von Autozubehör und die Verwaltungsangestellte noch eine ganz andere Berufung haben. Bis vor 7 Jahren sind mir häufig schlechte Dinge widerfahren. Ich wusste nicht, warum. Ein Schamane hat mir dann geraten, ich solle meine Ahnen an mich herantreten lassen. Ich habe gemerkt, dass ich diese Fähigkeit besitze und seither geht's mir wieder besser. Sok Bayer ist selbst Schamane geworden. Ich habe ihn kennengelernt, bevor er Schamane wurde. Anfangs war es für mich sehr schwierig. Ich dachte ja, ich hätte einen normalen Mann geheiratet. Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt. Inzwischen ist Solzer ja sogar seine Assistentin. Sie hilft ihm bei einem Ritual, das für westliche Vorstellungen ziemlich ungewohnt ist. Sok Bayer versetzt sich in Trance, um mit einem Urahn Kontakt aufzunehmen. Er spricht sogar mit dessen Stimme. Solzer ja erläutert die Weissagungen und Ratschläge aus dem Jenseits. Schamanen haben in der Mongolei seit jeher ihren festen Platz als Heiler und Ratgeber. Sie zapfen das Wissen ihrer Vorfahren an, mit reichlich Alkohol und Tabak. In Yubi leben Tausende von Schamanen. Für Solzaya ist die Begabung ihres Mannes inzwischen sogar eine Bereicherung. Ich bin sehr glücklich mit ihm. Selbst in der modernen Hauptstadt haben die Ahnen der Mongolen noch Macht und Einfluss. Wir verlassen Ulaanbaatar und fahren hinein in das Land der Nomaden. Mit dem Asphalt wird es bald vorbei sein. Es gibt so gut wie keine Straßen, sondern meist nur Schotter oder Graspisten. Unser Guide Solmon kleidet sich gerne in einen traditionellen Del. Munktur, unser Fahrer, und sein geländegängiger Kleinbus, ein russischer Furgon, sind die beste Kombination für die unwegsamen knapp 1000 Kilometer, die vor uns liegen. Schon bei unserer ersten Begegnung mit den Bewohnern dieser schier unendlichen Weiten begreifen wir, dass vieles in der Mongolei in Bewegung ist. Wir treffen zwei Nomaden, die mit ihrer großen Herde seit 4 Wochen unterwegs sind. Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Frau und sage ihr, wo wir sind. Wir sind schon 1400 Kilometer geritten. Wir kommen aus dem Nordwesten. Jetzt ziehen wir in die Nähe von Ulaanbaatar, denn mein jüngster Sohn ist krank und braucht bessere medizinische Versorgung. Noch ein paar Tage und sie sind am Ziel. Dann will Amasaichan seine Familie nachholen. Seit Jahrzehnten lockt die Hauptstadt mit einem besseren und bequemeren Leben. Landflucht auf Mongolisch. Unsere Begleiter Zolmon und Munktur haben noch etwas Wichtiges zu erledigen. Sie umrunden einen Ovo und bitten die Geister um Beistand für unsere Reise. Auch kleine Spenden sind den Geistern stets willkommen, egal in welcher Form. So tauchen wir immer tiefer ein in die mythische Landschaft der Mongolei. Die zentrale Mongolei ist grün, hügelig und scheint unendlich.
Das Land ist rund viermal so groß wie Deutschland. Wir streifen den Hustai-Nationalpark mit seinen Wildpferden. Und die alte Festung Chaburg, ein Relikt aus den kriegerischen Zeiten der Mongolen. Damals haben sich die Nomadenstämme zu Reiterhorden zusammengeschlossen und bis nach Europa Angst und Schrecken verbreitet. Die Festung stammt aus dem 11. oder 12. Jahrhundert. Das üppige Grasland ist ideal als Weideland für Tiere. Unser Ziel ist dann auch eine Nomadengemeinde, die hier ihr Sommerlager aufgeschlagen hat, und ein Touristencamp, das sie in Eigenregie betreibt. Wir wollen ein paar Tage hier bleiben, um das Nomadenleben kennenzulernen. Shurentuya und seine Frau Zedendam und die Söhne Etzurik und Batzurik leben gemeinsam in einer Jurte. Eine ganze Wohnung in nur einem Raum. Die Familie kocht, isst, wohnt und schläft in der Jurte. Zollmann übernimmt die formelle Begrüßung. Die Männer tauschen Schnupftabakfläschchen aus. Einer von Chinggis Khans Söhnen soll das Ritual eingeführt haben. Man bezeugt sich gegenseitig Respekt, indem man daran riecht. Jede Jurte hat einen Altar. Diesen habe ich von meinen Eltern geerbt. Darauf stehen heilige Bücher und die Schutzgötter der Mongolei. In den Schubladen bewahren wir Wacholder auf, den wir zu Ehren der Götter und Hausgeister verbrennen. Wir sind mitten im Nomadenland angekommen. Hier draußen ist der Lärm der Großstadt Ulaanbaatar schnell vergessen. Unser Camp liegt eingebettet in den Hügeln der Zentralmongolei. Die Einnahmen aus dem Tourismus sollen helfen, die traditionelle Lebensweise der Nomaden zu erhalten. Der Tag beginnt früh im Nomadenland. Zedendam melkt die Kühe, denn Melken ist hier ausschließlich Frauensache. Shurentuya treibt das Vieh auf die Weide. Das ist Männersache. Eingezäunt wird hier nichts. Die Schafe und Ziegen können frei herumlaufen, bis sie Shurentuya abends wieder einsammelt. Wir haben über 1000 Schafe und Ziegen. Das ist unser gesamter Reichtum. So haben wir Fleisch, Wolle und auch Milch. Der Leiter des Touristencamps kommt auf die Weide. Offensichtlich hat ihn der Koch geschickt, denn Shurentuya beschließt, einen Teil seines vierbeinigen Vermögens zu Geld zu machen. Das wird bestimmt unser Abendessen. Unser Guide Zollmann freut sich. Bei so vielen Schafen fällt eines mehr oder weniger nicht auf, könnte man meinen. Doch die Nomaden kennen tatsächlich jedes ihrer Tiere einzeln. Sie sind ihre Lebensgrundlage. Landwirtschaft gibt es in der Mongolei so gut wie keine. Mein Sohn Batzurik soll die Pferde suchen. Die sind irgendwo da draußen. Die Tiere sind gemolken, jetzt macht Zedendam Käse. Mongolische Frauen haben viele Aufgaben, mehr als die Männer. Sie gelten auch als fleißiger. Das räumt ihnen zwar viele Freiheiten ein, bestimmen tun letztendlich aber die Männer. Shurentuya ist vom Viehtreiben zurückgekehrt.
Nun hilft er Zedendam beim Käsemachen. Ziegen- und Schafsmilch gibt es nur in den Sommermonaten. Die Nomaden müssen dann bereits ihre Wintervorräte anlegen. Wenn es draußen bis zu minus 40 Grad werden, braucht man jede Menge Käse, aber auch Butter und Joghurt. Weiße Speise, wie die Mongolen sagen. Zum Schluss presst Zedendam den Käse. Danach muss er trocknen, damit er bis zum Winter haltbar bleibt. Unser Camp besitzt übrigens etwas ganz Besonderes. Eine Nomadenbibliothek, die einzige in der gesamten Mongolei. Der Begriff Bibliothek ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, denn die Jurte ist vor allem ein Spielzimmer. In den Schulferien von Juni bis September ist der Andrang besonders groß. Wir haben ein paar Geschenke mitgebracht. Zolmon überreicht sie. Ein kleiner Tipp für Reisende: Es empfiehlt sich, immer ein paar Aufmerksamkeiten dabei zu haben. Man wird häufig in eine Jurte eingeladen und die Mongolen freuen sich dann über ein kleines Mitbringsel. Unsere Malbücher und Buntstifte kommen jedenfalls gut an. Algebra und Physik lernen die Kinder noch früh genug. Jetzt genießen sie die Zeit in der gemütlichen Bibliotheksjurte. Nach den Sommerferien müssen sie wieder in die Bezirkshauptstadt zur Schule. Wir finden unsere Jurte übrigens auch sehr gemütlich. Sie braucht den Vergleich mit einem Luxushotel fast nicht zu scheuen. Der Zimmerservice bietet heißes Wasser für Tee, Kaffee oder eine Katzenwäsche. Ansonsten gibt es sogar eine Duschjurte. Auf Wunsch wird selbstverständlich die Bettwäsche gewechselt. Und in kühlen Nächten komplettiert ein warmer Ofen den internationalen Standard. Zumindest fast. Vollpension gibt's natürlich auch. Und hier kommt unser Schaf von vorhin ins Spiel. Zolmon hatte recht gehabt. Inzwischen ist das Schaf zerlegt und wird mit Hilfe von heißen Steinen gegart. Und wir stellen drei Dinge fest. Erstens, das Vorurteil, dass man in der Mongolei vor allem Schaf und Ziege auf seinem Teller findet, stimmt. Zweitens, die sind viel leckerer als erwartet. Und drittens, Vegetarier haben es schwer in der Mongolei. Unterdessen schnitzt Churento ja weiter an seiner Lassostange. Als Nomade muss man Allround-Handwerker sein. Das nächste Geschäft für Reitzubehör gibt's ein paar hundert Kilometer entfernt. Und so fertigt Churento ja die Stange eben selbst. Inzwischen hat Bazurik die Pferde gefunden. Ein Mongole ohne Pferd ist wie ein Vogel ohne Flügel. Das Sprichwort bringt es auf den Punkt. Und Bazurik macht sich schon mal warm. Denn er will uns heute Abend seine Reitkunst zeigen. Sattelfest und mutig, so müssen mongolische Männer sein. Mit ihrer Reitkunst begründeten die Nomaden schließlich vor rund 800 Jahren das mongolische Weltreich. Das erstreckte sich immerhin bis ins heutige Polen. Auf dem Land ist das Unterhaltungsangebot am Samstagabend sehr beschränkt. Deshalb sorgen Bazurik und seine Kumpels selbst für Abwechslung im Nomadenalltag. Und zeigen, dass sie fest im Sattel sitzen. In den kriegerischen Zeiten mussten alle Reiter in der Lage sein, in vollem Galopp eine Lanze oder Beute zu ergreifen. Vater Churentuja ist zufrieden mit der Reitkunst seines Sohnes. Die mongolischen Frauen sollen der Reitkunst ihrer Männer übrigens in nichts nachstehen, heißt es. Schade, dass sie heute nicht mit dabei sind.
Unsere Reise geht weiter. Vorbei an einem der vielen Seen, die darüber hinwegtäuschen, dass Wasser ein knappes Gut ist in der Mongolei. Vielleicht gibt es für die Mongolen deshalb nichts Schöneres als einen Campingurlaub direkt am Wasser. Die Mongolei ist staubtrocken. Sie gehört zu den sogenannten ariden Gebieten, in denen die Verdunstung höher ist als der Niederschlag. Kein Wunder, dass die Mongolei das Land mit der niedrigsten Bevölkerungsdichte weltweit ist. Wer in der Mongolei unterwegs ist, braucht Sitzfleisch. Das merken wir sehr schnell. Die Pausen sollte man nutzen, um seine Knochen zu sortieren. Anfang Juli kann man übrigens das größte Volksfest erleben. In Ulaanbaatar oder irgendwo auf dem Land. Den Nadam. Und das bedeutet in erster Linie Wettkampf. Die Regeln beim Ringen sind einfach. Wer zuerst den Boden mit einem anderen Körperteil als dem Fuß oder der Handfläche berührt, hat verloren. Knochenschnipsen ist zwar keine Disziplin, mit der man ein Weltreich begründen kann, die Mongolen nehmen den Schnipswettkampf trotzdem sehr ernst. Gespielt wird mit einem quadratischen Knochenplättchen. Knochenschnipsen ist übrigens nur den Männern vorbehalten. Bogenschießen erinnert unweigerlich an die großen Zeiten der großen Khans. Doch eines hat sich verändert. Heute ist Bogenschießen ein Sport auch für Frauen. Mittlerweile haben wir das historische Herz der Mongolei erreicht. Das Orchontal. Hier war das Hauptquartier von Chinggis Khan. Er gilt als der grausamste aller Eroberer. Trotzdem wird er bis heute verehrt. In vielen Filmen wie diesem ist er der große Held. Doch Chinggis Khan hätte kein Weltreich erschaffen, wenn er nicht auch klug und umsichtig gewesen wäre, trotz seines legendären, unstillbaren Blutdurstes. Seine Beutezüge im 13. Jahrhundert wurden übrigens von einem ganz anderen Siegeszug abgelöst, dem des Buddhismus. Im Orchontal steht das älteste und berühmteste Kloster der Mongolei, Erdene-Zu. Ausgrabungen rund um das Kloster zeigen, dass der Buddhismus bereits im 13. Jahrhundert weit verbreitet war in der Mongolei. Erdene-Zu wurde auf den Trümmern von Karakorum gebaut, der legendären Hauptstadt des Mongolenreichs unter Chinggis Khan und seinen Nachfolgern. Nachdem die Stadt von den Chinesen zerstört worden war, errichteten die Buddhisten das erste von insgesamt über 700 Klöstern. Fast die Hälfte der männlichen Bevölkerung war damals Mönch. Die ersten buddhistischen Einflüsse gab es schon im 2. Jahrhundert vor Christus. Damals stand hier bereits eine Buddha-Statue. Die zweite wichtige buddhistische Phase begann im 13. Jahrhundert unter den Nachfolgern von Chinggis Khan. Ab dem 16. Jahrhundert wurde der Buddhismus dann im ganzen Land endgültig zur Staatsreligion. Auch heute dreht sich das religiöse Leben wieder um Erdene-Zu. In den 1930er Jahren jedoch waren die Kommunisten rigoros gegen den Buddhismus vorgegangen. Die Privilegien und die Macht der buddhistischen Lamas sollten gebrochen werden.
Die Kommunisten wollten den Buddhismus ausrotten. Sie haben die Mönche gefoltert und getötet und ihre Klöster zerstört. Nach der Wende 1991 haben wir wieder angefangen, mit 17 Mönchen. Heute leben hier schon wieder 50. Der traditionelle Schamanismus und der Buddhismus sind für die Mongolen übrigens kein Widerspruch. Für sie passen Geister- und Ahnenverehrung durchaus zum strengen Klosterleben. Denn die Klöster waren nicht nur religiöse Orte, sondern auch die Lehranstalten des Landes, ähnlich wie Universitäten. Die Lehre Buddhas wurde hier ebenso unterrichtet wie Philosophie, Medizin und Astronomie. Seit der Demokratisierung des Landes vor 25 Jahren erfährt der Buddhismus einen regelrechten Boom. Hishik Dawa, der Obermönch in Erdene-Su, freut sich über die vielen Besucher. Inzwischen gibt es in der Mongolei wieder rund 100 Klöster. Es regnet. Das passiert eher selten in der Mongolei. Gerade dann ist man in den Jurten ein besonders gern gesehener Gast. Die Gastgeber sehen in ihren Besuchern die Überbringer des Regens. Das Begrüßungsritual haben wir inzwischen gelernt. Den Tausch der Schnupftabakfläschchen. Ein weiteres Ritual ist Airak trinken, gegorene Stutenmilch. Der kleine Schluck Alkohol für zwischendurch. Geschmacklich scheiden sich jedoch die Geister. Jetzt mal was anderes. Und es ist die Pflicht des Gastes, sich nach dem Vieh zu erkundigen. Besonders die kalten Winter sind eine Bedrohung für die Nomaden. Ställe für ihre Tiere kennen sie nicht. Auch keine Heuschober für Winterfutter. Wenn es viel schneit, finden nicht einmal die Yaks genügend zu fressen. Auch sie gehören übrigens zum Viehbestand vieler Nomadenfamilien. Sie liefern Milch, Fleisch und dicke Wolle für dicke Wintermäntel. Ja, die sind auch schon hier dieses Jahr ganz zufrieden. Und die Tiere, die haben gar keinen verloren. Und in dem Frühling, wenn die Tiere das ganze Jahr über gesund waren, sind das die besten Nachrichten. Die Tiere in dem Winter ganz gut gehalten haben. Das Leben hier draußen ist kein Kinderspiel. Doch gerade darauf sind die Nomaden stolz. Und solange extremes Wetter sie nicht in die Knie zwingt, werden sie dieses Leben wohl niemals aufgeben. Zeit für Körperpflege. Wir haben gehört, dass es auf unserem Weg eine Friseurjurte zum Haarewaschen gibt. Die wollen wir mal ausprobieren. Das Waschbecken ist modern. Fließendes Wasser gibt es natürlich nicht, aber der Service ist erstklassig. Frisch geföhnt erwartet uns dann eine kleine Lehrstunde in Jurtenbau. So ein Ding ist ruckzuck aufgebaut, heißt es. Nun, so schnell geht's dann doch nicht. Also nochmal zurück auf Anfang. Dachring und Pfosten sind das Herzstück der Jurte. Wichtig, die Tür zeigt immer nach Süden, der Wetterseite abgewandt. Drumherum kommen die Scherengitterwände. Zolmun und Mungtur binden sie zusammen. Jetzt wird es knifflig. Wenn die Dachstangen endlich sitzen, dann steht auch die ganze Konstruktion. Weiter geht's mit dicken Filzbahnen fürs Dach. Alles wird gut zusammengeknotet und zum Schluss spannen wir noch eine wetterfeste Plane darüber. Wie bei jedem IKEA-Regal bleibt auch hier ein Teil übrig. Trotzdem, nach knapp einer Stunde steht unsere Jurte wie eine Eins. Thank you. Je weiter wir Richtung Süden fahren, desto karger wird es. Endlose staubtrockene Landschaften,
So sieht die Wüste Gobi aus. Doch plötzlich wird es grün. Es sind Saxaulbäume. Saxaulbäume haben sich bestens an die trockene Landschaft angepasst. Ihre Wurzeln sind sehr dick und ragen mehrere Meter tief in den Boden, bis sie an das Grundwasser kommen. Und ihre Zweige sind wahre Wasserspeicher. An ihnen löschen gern die Kamele und andere Wildtiere ihren Durst. Die Nomaden verwenden das Holz zum Heizen. Auch das führt immer mehr zur Versteppung der Landschaft. Kaum vorstellbar, dass es hier mal eine blühende Vegetation gegeben haben soll. Doch genau das behauptet dieser Mann. Vor 60 Millionen Jahren stand hier alles unter Wasser. Hier war ein Meer. Wir stehen direkt am Ufer. Und deshalb findet Tumendelga Homba hier auch Knochen, die es nur an ganz wenigen Orten der Welt gibt. Das sind Saurierknochen. Dieser kleine Saurier war wohl gerade erst geschlüpft. Besonders hier in der Gobi findet man solche vollständigen Skelette, weil die Dinosaurier ihre Eier direkt am Ufer des Meeres abgelegt haben. Die Nomaden trugen die Eier früher als Schmuck. Temenshava ist ein Paradies für Saurierforscher. Vor etwa 60 Millionen Jahren war es hier warm und feucht. Doch im Lauf der Jahrmillionen hat sich das Klima verändert. Die Böden wurden trockener und kühler. So blieben besonders viele Saurierknochen erhalten. Und sie sind echt, garantiert. Der Dino-Experte hat eine untrügliche Methode. Wenn es kleben bleibt, dann ist es ein Dinosaurierknochen. Wem dieser Beweis nicht ausreicht, der kann sich im Dinosauriermuseum in Ulaanbaatar ein paar größere Exemplare aus der Gobi anschauen. Hier stehen ein lebensgroßer Saurolophus und ein Tyrannosaurus Bata, also eines der gefährlichsten Tiere der Urzeit und ein pflanzenfressender Vogelsaurier. Auch Tumendelga hat schon große Skelettstücke gefunden. Das ist ein Teil der Wirbelsäule eines riesigen Sauriers. Wir wissen allerdings noch nicht genau, um welchen Saurier es sich handelt. Vorbild für Tumendelga ist der legendäre Dinosaurierforscher Roy Chapman Andrews. Der Amerikaner fand hier vor knapp 100 Jahren die ersten Saurierskelette. Mit ein bisschen Fantasie sieht hier irgendwie alles aus wie Saurierknochen, zumindest für uns Laien. Tumendelgas Blick ist jedoch längst geschärft für die wirklichen Schätze. Ich bin hier aufgewachsen und schon als Kind war ich fasziniert von den riesigen Sauriern. Ich stelle mir immer noch vor, wie die Dinosaurier genau hier herumgelaufen sind. Tumendelga wartet auf den nächsten Regen. Denn wenn es hier mal regnet, werden bestimmt neue Fundstücke aus dem Lehm geschwemmt. Er ist sich sicher, in diesem Berg stecken noch viele Geheimnisse. Das Massiv Temenshava ist nicht nur für Dino-Forscher eine Pilgerstätte. Zum Sonnenuntergang kommen auch viele Touristen. Denn dann färben sich die Lehmberge feuerrot. Musik.
Mungtur lenkte unseren Furgon bisher sicher durch die atemberaubende mongolische Landschaft. Doch die Hauptverkehrsstraßen der Mongolei sind voller Tücken. Vielleicht wäre ein Kamel jetzt doch das bessere Transportmittel gewesen. Zumal wir mittlerweile in der Südgobi angekommen sind. Hier besitzen viele Nomaden neben Ziegen und Schafen auch Kamele. Für Milch, Fleisch und Wolle. Und natürlich eignen sich die Kamele auch bestens für einen Ausflug. Eine gewisse Seetauglichkeit ist bei einem Ritt auf einem solchen Wüstenschiff allerdings empfehlenswert. Wir reiten am Fuße von Chongorin Els entlang. Einer Düne, die singen kann, wie es heißt. Zolmun will es uns beweisen. Was wir hören, klingt wie das Brummen eines Flugzeugs, begleitet von einem hohen Pfeifton. Das ist er wohl, der Gesang der Düne. Chongorin Els ist nur wenige hundert Meter breit, dafür aber 160 Kilometer lang. Eine Laune der Natur hat sie entlang einer geologischen Spalte aufgeworfen. Die Kamele sind übrigens keine Wildkamele. Die meisten Nomaden kennen einfach keine Zäune. Sand, Steppe, Geröllwüste. In der Südgobi wird die Kargheit und Trockenheit der Mongolei besonders deutlich. Vielleicht erscheint sie uns gerade deshalb so gewaltig und beeindruckend. Der Kontrast zu unserem letzten Ziel könnte jedenfalls kaum größer sein. Wir sind wieder in Ulaanbaatar. In einem Gewächshaus treffen wir einen engagierten Mann. Ich werde mit eigenen Mitteln 1 Million Bäume meinem Geburtsland stiften. Galsan Chinak ist nach Chinggis Khan der wohl bekannteste Mongole in Deutschland. Schriftsteller, Oberhaupt eines Nomadenstammes und selbsternannter Oberförster mit einem ehrgeizigen Ziel. Er will etwas gegen die zunehmende Versteppung seiner Heimat unternehmen. Da dachte ich, die wirklichen Geldleute, die Geldsäcke, würden sich beleidigt fühlen, wenn so ein Schriftsteller, der nur seinen Stift hat und weiter nichts versprach, 1 Million Bäume. Ich dachte, die würden dann sofort versprechen, aus Zorn, ich werde 1 Milliarde stiften. Aber das ist nicht geschehen. Gemeinsam mit seinem Sohn Galtaiku hat Galsan Chinak bisher immerhin schon über 600.000 Bäume gepflanzt. Hier, das sind unsere Spitzpappeln oder Pyramidenpappeln aus Europa. Und die wachsen, wie man sieht, prächtig. Und wir hoffen, dass die jetzt hier weiter den Winter überleben. Galsan Chinak ist ein Weltbürger. Er hat in der DDR studiert und ist in seinem Schriftstellerleben jahrelang um die Welt geflogen. Die meiste Zeit aber lebt er auf seiner Farm in einem Außenbezirk von Ulaanbaatar. Hier versucht er sogar, ausländische Bäume heimisch zu machen. Allerdings nicht immer mit Erfolg. Seine Wurzeln hat der Schriftsteller aber ganz woanders. Galsan Chinak ist Stammesführer der Tuva. Sie leben im über 1000 Kilometer entfernten Altai-Gebirge. Fortschritt ist im Altai ein Fremdwort. Hier gibt es nur das einfache, jahrhundertealte Nomadenleben. Doch Tradition und Fortschritt sind für den Stammesführer kein Widerspruch, solange das Nomadenleben in der Mongolei seinen festen Platz hat.
Dann passt sogar diese ultramoderne Stadtvision in Galsan-Chinaks Mongolei. Maida City soll einmal die Hauptstadt Ulaanbaatar entlasten. Ein deutsches Architekturbüro plant im Auftrag der mongolischen Regierung die Zukunft. 300.000 Menschen sollen in Maida City einmal wohnen, darunter viele Nomaden, die ihr Leben auf dem Land bis dahin vermutlich aufgegeben haben werden. Grün, ökologisch, mit nur wenigen Autos und vor allem ohne die Bausünden und Exzesse von Ulaanbaatar. Eine Stadt der kurzen Wege. Denn jeder Stadtteil soll für sich autonom funktionieren. Architektonischer Übermut auf der grünen Wiese oder tatsächlich ein Modell für die Zukunft? Vorausgesetzt, die traditionellen Werte werden nicht ganz geopfert, ist für Galsan-Chinak all das vorstellbar. Ich bin der Nomade geblieben. Und mein Leben ist ein Beispiel dafür, dass die Zivilisation und die Ursprünglichkeit keine Feinde sind. Die sind sich keine Gegensätze. Man muss das eine wie das andere nur richtig beherrschen. Dann wird auch die Zukunft der Mongolei ein bisschen grüner werden. Davon ist der Poet mit dem grünen Daumen überzeugt. Galsan-Chinak jedenfalls ist ein unermüdlicher Arbeiter und voller Ideen. Die berühmt-berüchtigte deutsche Eiche und dann Trauerweide. Ach, wenn ich diese zwei Bäume hier einheimisch machen könnte, damit würde mir ein Traum in Erfüllung gehen. Die deutsche Eiche in der Wüste Gobi. Vermutlich bleibt das wirklich nur ein Traum.